La 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 Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Ja, liebe Leute, und damit hallo und herzlich willkommen wieder auf Twitch zum nächsten Livestream von BattleBee. Ihr seht, ich habe jetzt 240. Das heißt, ich habe heute noch freigespielt auf 60 einmal. Und ja, gestern habe ich auch noch leicht weitergespielt, aber nur leicht. Jo, und heute habe ich so geplant. Jetzt ist ja morgen. Oh, ich habe die Uhr gar nicht bei mir. Jetzt ist morgen und am Nachmittag werden wir dann noch auf YouTube streamen. Also zuerst jetzt am Morgen hier auf Twitch. Später dann am Nachmittag auch auf YouTube. Das wäre jedenfalls so der Plan. So, und ich habe es mir gedacht, dass Windows eigentlich noch im Hintergrund Updates hatte, also unterschiedliche Dinge. Ich weiß nicht, ob er da schon was angefangen hat oder nicht. Ob er geschaut, dass er die noch macht. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich hoffe, wie gesagt, dass wir die 600 hinbekommen. Ich schaue jetzt, dass ich mich da irgendwie hier hinsetzen kann, dass ich hier wieder das Ding in der Hand habe. Ich weiß auch nicht, hier mit dem Kabel ist manchmal wirklich, da hat man irgendwann mal keinen Sound mehr, wo ich ja an Olympus angeschlossen habe, ob ich das jetzt auch über den Bluetooth-Empfänger vielleicht besser mache, ob das vielleicht besser ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß einfach, wenn ich die 600 habe, werde ich das, oder geplant ist es jedenfalls so, dass ich das dann an die Docking Station anschließe und das als Aufnahme aufnehme. In 4K 60 FPS, weil er rendert das ja dann hoch mit der Docking Station. Ja. Dass ich dann das in einem Video zeige, was ich da so bekomme. Was mich einfach sonst wundern nimmt und ihr auch mal sehen könnt, hey, wie sieht das überhaupt aus? Kriegen wir nur eine Sache oder kriegen wir mehres? Ich bin sehr gespannt darauf. Also ich weiß, dass wir eine goldene Sache definitiv bekommen, aber vielleicht kriegen wir ja mehrere Dinge hin da heraus. Könnt's mir vorstellen, sonst ist es ein bisschen so, naja, okay, man kriegt ein goldenes Teil. Wunderbar. Also keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Mal schauen, wie hoch die Enttäuschung ist, wie hoch die Erwartung von mir ist. Ich habe es ja auch schon gesagt. Ich weiß auch nicht, wie lange das Spiel noch verfügbar ist. Es kann gut sein, weil Rovio, oder wie das Entwicklerstudio auch heißt, von Sega aufgekauft wird, dass das Spiel dann nächstes Jahr gar nicht mehr zur Verfügung steht und deswegen die ganze Zeit hier jetzt neue Events spielbar sind und ja. Man weiß es nicht. Ist halt schade, aber gut. Ich glaube, der, ja, geht kaputt. Das wollte ich schon sagen. Ich hoffe, ich treffe irgendwie. Okay, einen habe ich getroffen. Ich muss nämlich mit diesem Feuerding wieder Schaden machen. Das hatte ich gestern auch. Ich habe es aber auch gesagt, nee, ich will eine andere Waffe oder irgendwas anderes als Aufgabe haben. Aber ich habe es dann doch wieder bekommen. Ja, habe heute auch eine andere Aufgabe gehabt und gesagt, nee. Ich glaube, das waren die Sterne, die ich zurückgesetzt habe. Oder sonst irgendwas, wo ich gesagt habe, nee, das verwende ich eigentlich auch nie. Und ich wieder das bekommen. Ah, ist halt doof. Mit dem mache ich so wenig Damage. Es lohnt sich schon fast gar nicht. Wenn ich mal treffe, das ist auch so eine Sache. Ich muss zuerst mal treffen. Ich meine, macht so ungefähr 46 Schaden, manchmal ein bisschen mehr wieder, manchmal weniger. Tja. Ich helfe mal. Oder wahrscheinlich auch nicht. Gut.
Ja, dafür ist im Moment das hier halt sehr auf dem Plan. Ah, ich habe übrigens auch die Let's Plays jetzt eher auf den Abend verschoben. Normalerweise habe ich die 8 Uhr morgens veröffentlicht. Da werden sie halt eh nicht so extrem aufgerufen. Ich habe gesehen, laut der YouTube-Statistik, auch wenn die sagt, ja, es hat keinen Einfluss darauf, ist, dass halt die meisten Leute eher abends aktiv sind, was ich auch verstehe, und habe gedacht, ja gut, ich versuch's mal wieder abends, weil sonst habe ich das auch immer 17, 16 Uhr, nee, 17, 18 Uhr veröffentlicht, früher. Ich habe es aber mal mit 8 Uhr versucht. Schreibt doch in die Kommentare gerne oder in den Live-Chat jetzt, was ihr davon haltet. Meine lieben Leute, was ist die bessere Uhrzeit für euch? Das wäre eh schön, also generell, dass die Leute in die Kommentare schreiben. Wenn mehr in die Kommentare geschrieben werden würde, dann könnte ich auch besser darauf eingehen, dann hätte ich ein besseres Feedback. Ich könnte mehr das machen, was die Leute gerne möchten oder haben wollen, aber gut. Das ist so eine Sache. Die Leute schauen es nicht. Ich möchte nur mitzocken. Würden die einen in die Kommentare schreiben, wenn sie dann schreiben würden. Und andere, ja, sagen einfach nur, gutes Video. Wunderbar. Schön. Schön, dass der Livestream für dich ein gutes Video ist. Nein, das ist einfach so eine Sache mit Kommentaren. Oh, nee. Ich will mich nicht zu sehr beschweren, aber es ist halt, es wirkt langweilig auf meinem Channel. Ja. Also wenn ihr nichts bringt und ich nur, wenn nur alles von mir kommt, von euch nichts, dann ist es einfach eine einseitige Sache. Klar, zwischendurch gibt es Daumen hoch, zwischendurch gibt es Kommentare, mit denen ich nicht allzu viel anfangen kann. Aber ja. Weil wenn jetzt unter jedem Video steht, gutes Video. Ja, was ist denn gut an dem Video? Ist alles gut? Könnte man da noch irgendwas verbessern? Klar, kann man immer. Ist irgendeine Idee, wo ihr habt? Was könnte man noch bringen? Und nicht ein Spiel, das ich nicht habe, weil das kann ich nicht bringen. Naja, übrigens. Heute ist Minecraft Legend oder gestern rausgekommen, irgendwie so. Ach ja, und das ist eine andere Sache. Ich habe aus Versehen ein Spiel doppelt gekauft. Und zwar habe ich es damals auf Steam schon gekauft gehabt. Das wusste ich gestern gar nicht mehr. Habe es mir jetzt noch auf Android geholt. Weil ich dachte, ja gut, ist ja günstiger auf Android. Ich habe das Spiel ja sicher noch nicht. Ich weiß, dass ich es mal angeschaut habe und mir gedacht habe, ja, jetzt dann irgendwann mal holen. Aber anscheinend war es mal vergünstigt auf Steam. Jetzt habe ich halt zwei beide Versionen. Ist jetzt auch nicht allzu schlimm. Schau, Feuer! Wir machen den Feuer unter den Hintern. So, sehr schön. Also es hat mal unter einem Schweizer Franken ungefähr 85 Rappen. Wir haben ja eine andere Währung als ihr in Deutschland oder Österreich oder sonst irgendwo in der EU. Ja, ich habe es hinbekommen, endlich. Endlich habe ich dieses doofe Ding hinbekommen. Ja, wir haben eine andere Währung, Schweizer Franken, und Rappen ist der Cent, also das, was bei euch Cent wäre. Ja. Ich glaube, war so 85 Cent, also Rappen meine ich. Und also auf Steam. Und 4 Schweizer Franken war es jetzt auf Android. Also nicht mal 5 Franken gezahlt. Für euch jetzt keine 5 Euro gezahlt für das Spiel. Obwohl ich es zweimal gekauft habe. Naja. Ist ja auch nicht so schlimm, aber dann kann ich zeigen, wie es aussieht. Da kann ich auch entscheiden, spiele ich es jetzt eher auf dem Odin Pro. Ah, ich hatte das vor allem. War das noch sehr komisch, ja? Weil YouTube und.
Nee, wer Google und YouTube immer sagt, dass ich ja in den Niederlanden wohne, seit ich dieses Problem mit dem Router hatte, dass ich kein Internet hatte. Also danach konnte ich es nicht direkt kaufen. Der Stand kann nicht in diesem Land verwendet werden, denke ich mir so. Hä? Ja, super, jetzt, weil Niederlande und so, musste ich mein Handy nehmen und über das mobile Internet das Ding kaufen. Ich wollte es dort nicht installieren, dann hat er gefragt, ob ich es wieder starten haben wollte und so. Ja. Aber ich hätte besser nachgeschaut. Ah ja, ich habe gestern übrigens auch noch ein Spiel gefunden, wo ich gedacht habe, ja, sieht eigentlich super aus und so, habe es installiert und dann, ja, geben sie Netflix-Ding ein. Noch so, ja, super, ich habe kein Netflix. Später dann gelesen, dieses Spiel ist nur exklusiv für Netflix verfügbar. Und ich denke mir so, ja, wunderbar. Ich habe zwar auch gelesen, dass das Spiel ziemlich kurz ist und so. Also ist auch nur ein Android-Spiel. Oder Mobile-Game. Aber sieht gut aus. Ich finde es auch sehr schade, es gibt so viele Mobile-Games, aber die meisten, hey, damit kann ich nichts anfangen. Einfach nur schrecklich. Ist immer so, wenn es ein Plattformer ist, ist es einfach ein, du rennst automatisch, musst nur im richtigen Moment springen oder ducken oder links, rechts. Mehr ist da nichts. Nicht. Oder im richtigen Moment schießen. Dabei mittlerweile, man weiß ja, dass man auch gute Spiele auf Android bringen kann. Würde ich ja gerne tun, wenn ich wüsste, wegen Programmierung und so und das Geld hätte. Dass ich gute Spiele entwickeln würde. Also grafisch müssen sie ja nicht top sein, ja. Ich meine, Android-Spiele, wieso nicht? Aber so ein Plattformen wie zum Beispiel sowas wie früher Super Mario 64. Einfach in, sagen wir, bessere Form. Klar, nicht nachgemacht, genau das Spiel. Aber ich meine, ein Prinzip von dem Plattformer. War ja auch nicht so 100% ein 3D-Plattformer. Also ist es ein 3D-Plattformer, aber war nicht alles zu 100% in 3D. Räume und so zum Beispiel. Waren ja zweidimensional. Wenn man grafisch etwas besser macht als das Spiel, hätte man es ja theoretisch. Das läuft auf den meisten Smartphones, würde sowas laufen, ja. Wenn ich die Ahnung hätte, wie man es programmiert und die Rechte hätte, auf dem Smartphone auch ein Spiel zu entwickeln oder für das Smartphone ein Spiel zu entwickeln, hey, ich würde es sofort tun. Ich würde es versuchen. Ich weiß nicht, wie teuer das ist, dass man vor allem im Store das anbieten kann. Gut, im schlimmsten Fall macht man halt eine Website, wo man sagt, hier AKP-Datei, also könnt ihr halt hier runterladen. Und dann ist alles gut. Aber ja, wer weiß. Ich meine, es gibt ein paar wenige Spiele, wo ich sagen muss, okay, das ist gut. Aber es gibt so viele Spiele, das ist einfach nur Bullshit. Ich meine, stellt euch vor, ich will jetzt ein Spiel rausbringen. Das würde vielleicht einen Euro kosten oder so. Ich würde sogar noch eine Demo-Version extra hin rausbringen, wo man anschauen kann, ob das überhaupt auf dem System läuft. Dass man auch noch irgendwie einen Teil vom Level sieht und sieht, oh, okay. Jetzt steht das, es handelt sich nur um die Demo-Version. Ich finde auch schade, mittlerweile ist es so, dass man oft mal auch zum Lesen irgendwie gar nicht sieht, wo das ist. Dann musst du hier klicken und siehst, ah, da muss ich klicken, dass ich die Beschreibung von dem Spiel sehe. Also es ist etwas unübersichtlich geworden. Die haben nur Fixe. Also fast nur. Na, was soll's.
weiß nicht, wie lange ich heute brauche, um auf 30, auf 60 zu kommen. Die haben es ja gestern gesehen, zuerst 45 Minuten gebraucht und später weniger. Ich glaube, das ist unterschiedlich. Ich hatte gestern Abend dann auch noch, wie gesagt, das Problem, dass ich ziemlich lange warten musste auf ein Match. Ah, sehr schön. Wellenbrecher! Ich glaube zwar überhaupt nicht, dass wir hier gewinnen, aber das ist ja eigentlich auch egal. Was ich halt schön finden würde, wäre auch so ein Plattformer, wo man halt zusammenspielt. Wo die Möglichkeit besteht, dass man halt zusammen Level macht oder zusammen irgendwas sammelt. Oder sowas wie ein Adventure, sagen wir, ähnlich wie ein Zelda-Spiel. Wo du halt das aber auch zu zweit spielen kannst. So eine Multiplayer-mäßig. Oder vielleicht auch Spiele, wo man plattformübergreifend spielen könnte. Und sagt, ey, das geht auch auf dem PC. Ist ja nicht. Moment geht's nicht so schnell voran, habe ich das Gefühl. Haben wir denn die Waffe, die ich suche? Ah, da. So. Nein. So. Mal doch. Das auch. 45. Na gut, doch, es geht relativ schnell voran. Ja, nehme ich dann schon Wunder, was wir bekommen bei 600. Bei dieser goldenen Truhe. Ich habe übrigens heute noch ja auch 60 was bekommen. Aber das war ein blaues Ding, das ich brauchen konnte, sagen wir, für ein Item. Das ich aber so gut wie nie verwende. Wie die diese, ich sag's, die Bandagen, irgend sowas in die Richtung, auch wenn sie nicht so heißen. Naja. Der ist zu weit weg. Ah ja. Ist sonst noch irgendein Thema? Ist halt einfach ein bisschen doof, dass ich das Spiel jetzt doppelt gekauft habe. Aber ich denke, es ist sicher wert. Also vom Preis her ist es sicher wert. Und die Entwickler freuen sich darüber auch. Ich frage mich eigentlich, wieso auf Steam das Ding teurer ist. Ja gut, ich denke für die Plattform Steam ist es sicher, da zahlst du mehr pro Jahr als auf Google Play oder Google was auch immer das bei Google anbieten darfst. Steam ist ja auch eine relativ teure Plattform, sag ich mal. Ah, daneben geschossen. So, fertig damit. Nice. Noch ein Stück. Naja. Kriegen wir denn Schönes? Ja, gut. Schön ist anders, aber gut. Ba-ba-da-da. Dun 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 dun.
Ja, dann haben wir bald die Hälfte durch. Schaue ich, dass ich nochmal nachher auf 60 komme. Also jetzt den noch. Dann müsste ich ja jetzt auf 60 kommen. Nachher nochmal auf 60 komme. Und ich glaube, den Stream auf mindestens eine Stunde bringen oder so. Damit es sich auch lohnt. Ja gut. Da weiß ich jetzt nicht, ob ich es wirklich bekomme. Kriege ich vielleicht 2, 3 so. Aber so kann es halt passieren. Ah ja, und ich habe einige rausgeworfen hier. Ihr seht. Alle, die unter 100 Hochlosigkeiten hatten. Der andere, der letztens ja auch dabei war, der hat die Gilde auch verlassen und gedacht, ne, braucht eine aktive. Kann ich verstehen, kann ich nachvollziehen. Ich finde es auch halt nervig, dass bei mir die Leute, sie kommen rein, machen ein bisschen Aufgaben, sind vielleicht 2-3 Wochen mal wieder auch irgendwie ein bisschen einmal pro Woche irgendwas machen, dann sieht und hört man eigentlich gar nichts mehr. Das unabhängig von welchem Land die Leute sind. Ist halt schade. Und lustigerweise, ich weiß nicht, welche Flagge das ist oder welches Land das wirklich ist. Ich kann das auch nicht beschreiben. Aber die Teammates, die ich hier habe, hey, ich habe das so oft. Ich habe das so oft aus diesen Ländern. Oder aus diesem Land. Ich weiß echt nicht, welches Land das ist. Also, so schön, ich meine, ich habe nichts dagegen. Ja, wunderbar. Ich kann euch zeigen, was ich genau meine. Was gefischt? Ne, da sind doch da, dieser hier. Ich kann ja mal danach googeln, was Flagge. Sag mir. Grün. Weiß. Und was ist das? Gold? Weiß-Orange. Irland. Republik Irland. Warte, ich gehe da mal drauf. Ne, das ist Indien. Aber Irland wäre... Kommt halt. Prächtige Flagge Indienes. Und ihre... Indienes. Also Indien, okay. So gar nicht, dass Indien so beteiligt ist an dem Ganzen. Aber schön zu sehen, dass die das auch zocken. Ja. So, was kriegen wir? Grün, blau, violett. Grün. Ah, wieder was ich nicht brauchen kann. Also wenn ich da Goldenes bekomme, ich weiß auch nicht, wenn ich die Art von Gold bekomme, oh, da weiß ich auch nicht. Dann deinstalliere ich das Spiel. Nein, Spaß. Also Indien. Okay, nicht Irland. Aber Irland hätte dasselbe, einfach ohne das, also laut... Ja gut, vielleicht habe ich es falsch auch eingegeben. Egal, vielleicht einfach haben sie dieselben Farben. Ja, sagen wir es mal so. Indien also. Hm.
Sehr interessant, wieso ich von Indien sehr viele Leute habe, die das zocken. Ich weiß auch gar nicht, was für Uhrzeit die haben. Also, was da der Stundenunterschied ist. Zwischen Indien und der Schweiz, Deutschland. Also wir haben ja in der Schweiz dieselbe Uhrzeit wie Deutschland. Oder ich glaube auch Frankreich und so. Naja. Ist jedenfalls sehr interessant. Ach nee, aber das hier... Das hier ist eine Katastrophe. Ba-ba-di-du. Aber auf YouTube muss ich dann schauen, dass wir es einfach, ja, keine Ahnung, sehr weit bringen, ja. Klar, ich muss auch auf den Akku schauen, oder? Ich habe da extra nochmal aufgeladen. Gut, ich kann natürlich auch später nach dem Stream noch ein bisschen zocken. Morgen werde ich wahrscheinlich dann auch am Morgen streamen, weil es ja um 15 Uhr ist es ja zu Ende. Jedenfalls die Möglichkeit bekomme. Und wie gesagt, bei 600 sage ich einfach ja. Dass wir das als, naja, Let's Play nicht, als Video, ja gut, als Let's Play kann man es vielleicht auch anschauen, einfach als Video aufnehme. Das sollte eigentlich gehen. Solange ich hier nicht herumfahren muss, kann ich es nämlich auf der Docking Station spielen. Außer sich bewegst zu sehr. Kann natürlich auch passieren. Ich habe da nicht sehr viel Spielraum. USB-C-Anschluss ist ein bisschen wackelig. Also ein bisschen, wenn ich es hin und her drehe, dann ist schon zu viel. Also darf ich nur leicht antippen. Ja, wunderbar. Das daneben schießen kann ich mit der Waffe echt gut. Darum nehme ich die eigentlich selten. Weil ich treffe mit der... Naja, sagen wir... Entweder treffe ich oder ich treffe eben nicht. Meistens treffe ich eben nicht. Weil entweder treffe ich die Wellen, so wie jetzt gerade. Oder ich schieße sonst komplett daneben. So, okay. Ja, toll. War klar, war klar. So, wieder Niederlagen. Am Bande. Dann, Moin Niederlagen schreiben wir. So wie ich es immer gerne schreibe. Moin Niederlagen, Nietzebär. Oder Bör, das genau zu nehmen. Ich weiß noch, wo Papa Bär gesagt hat, ja, wenn er schreibt, ich bin's der Bär. Oder I am the Bär. Habe ich ihm gesagt, ja, wenn du so auf Englisch schreibst, kannst du ja Bär schreiben. Dann hat er gemeint, ja, die meisten lesen dann Bier. Oder verstehen dann Bier. Ich denke mir, ja. Gut, ich habe keine Ahnung, wie schreibt man das auf Englisch? Bier? Übersetzer. Ja. So. B-I-E-R. Ah, Bier. Oder Bier. Ja, Bier.
Ah, wegen 2E. Ah, okay. Den. Gut, ich habe Burr groß geschrieben. Ich glaube, man spricht es ja also jedenfalls so aus. Und wenn nicht, dann tut es mir leid an die englischen Leute, an die englischen Zuschauer, die kein Wort verstehen, außer wenn ich auf Englisch rede. I speak not English. I can nur singen, der Englisch. Nein, Spaß. Die Waffe macht halt übelst viel Damage, aber dafür kann man sie auch nicht so schnell wieder verwenden. Ja, die Super Gun. Nein, eigentlich heißt sie anders. Eigentlich habe ich mir gedacht, könnte man ein ähnliches Spiel machen wie das. Einfach, dass es nicht darum geht. Ja gut, Team Deathmatch wäre nicht schlecht, aber dass es eher in Richtung. Wie sagt man? Ähnlich wie ich es an Uncharted gespielt habe, Uncharted 3. Da habe ich ja entweder Team Deathmatch gespielt, was ich hier mag, als Modus. Übrigens auch ein Video geschaut und da hat auch der eine gesagt, er mag generell, egal was für Spiele, Team Deathmatch ist einfach cool, weil wenn du schlecht bist, du weißt einfach, du spawnst wieder, du kannst wieder versuchen, die Gegner zu eliminieren. Ja. Und das, was ich hier meine, stellt euch vor, Battlebee in dem der Form, dass man hier Gegner hätte, die man halt besiegen muss. Es sind aber keine richtigen Spieler. Das wäre so cool. Spawnen halt immer so ein paar Wellen oder was auch immer. Man muss irgendwie versuchen, die anzugreifen oder ich weiß auch nicht. Um weiter zu kommen, muss man irgendwelche Dinge machen. Also ein spezieller Shooter in die Richtung. Du fährst aber immer mit einem Schiff und hast halt eine Map, die du vielleicht erkunden musst. Du musst vielleicht irgendwas herausfinden, keine Ahnung. Das Richtige zerstören. Irgend sowas könnte ich mir gut vorstellen. Das würde mir Spaß machen. Eben wie gesagt, wenn ich Ahnung hätte vom Programmieren, ich würde auch sowas. Ich würde sowas programmieren. Ich hoffe nur, dass hier die Entwickler nicht sagen, das ist doch von uns geklaut, die Idee. Ja gut, die Idee hätte ich ja davon ehrlich gesagt. Das wäre jetzt kein Geheimnis. Ich erzähle ja sogar, was ich hier habe. Für Ideen habe. Also, wenn es jetzt um Spieleideen geht, ey, zum Entwickeln, boah. Wenn ich jetzt wüsste, wie man die Dinge machen würde, also vor allem Programmiersprache. Und ja gut, auch das mit den Animationen, da ist auch noch ein bisschen Bedarf, sagen wir es mal so. Gut, 3D-Modelle habe ich zwar öfters schon gemacht, das auch nicht so ganz die Ding. Also halt schade, das habe ich schon Jahre immer mal bisschen was gemacht. Aber gut. Aber ich würde, wenn ich Spiele programmieren würde, würde ich sie auch so programmieren, dass man halt mit dem Smartphone so spielen kann, dass du einen Controller anschließen kannst, dass du es auswählen kannst. Hier ist mit Controller. Ich zocke mit Controller oder nicht. Dass man es darauf abstimmen kann. Sagen kann, ja, ich habe einen Controller. Also ich weiß nicht, aber heute gehen die voll auf mich los. Ja, gut. Ei. Ei, ei, ei. Oh, ich habe mal wieder eins gewonnen. Wie gewonnen, so zerronnen. So kennt man es doch. Ah, ich habe übrigens heute auch noch mit dem anderen Smartphone, also mit dem Samsung Galaxy 8, mal wieder gezockt. Oh, so, boah.
erstens komischer kleiner Bildschirm, zweitens ist halt einfach so dünn. Ich mag so dünne Smartphone irgendwie nicht. Ich habe das Gefühl, ich habe nichts in der Hand. Oder wenn es runterfällt, oder beziehungsweise ich habe das Gefühl, dass ich es mit der Hand nur schon bissen, wenn ich zu sehr drücke, dass das ganze Ding kaputt geht. Das ist das Hauptproblem. Da denkt man sich einfach nur so, ja, nee. Juhu. Weiß übrigens nicht, ob es sich lohnt, dass ich den habe hier. Klar, mit dem ich mache übelst Damage und so, aber. Okay, einen haben wir ja gewonnen, auch wenn ich da wahrscheinlich zu Beginn direkt gestorben bin. Das sind eh auch immer die interessanten Matches. Denn, also, ah, ich habe gewonnen, okay. Ich sage ja, wenn ich komplett schlecht bin manchmal in manchen Matches, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich gewinne, höher. Als wenn ich voll gut bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit eher, dass mein Team verliert. So, ihr wollt also Ding hier machen? Fahr mal hier durch. Ich kann nicht hier mehr ausrichten. Oh, schade. Jawohl. Vier eins. Ich bin der Einzige, der gestorben ist. Nice. Bam, badum. Manchmal das Gefühl, dass es irgendwie zu leise ist. Oder dann wieder zu laut. Ich weiß es nicht. Ja gut, ich kann sie eigentlich für mich lauter einstellen. So. Oh. Bin auch wieder der Einzige, der gestorben ist. Oh Mann. Dann haben wir eigentlich nachher 360, also wenn ich jetzt noch mal auf 60 hinbekomme. Dann beim nächsten Mal 420. Ja, dann fehlt uns eigentlich nur noch 180. Also nachher, natürlich, sind es eigentlich 240, oder? Genau. Das ist bei 160 dann. 360 meine ich. Das heißt viermal. 4 Stunden theoretisch gesehen, wenn ich eine Stunde bräuchte. Sonst sind es nur 2 Stunden. Also vielleicht kriegen wir es sogar heute hin. Naja, wenn ich nicht so oft sterbe, dann ja. Ist irgendwie eine andere Waffe, die ich verwenden könnte? Na, vielleicht die mal wieder. Bisschen Abwechslung hier in das Ganze hineinzubringen, wäre doch schon nicht schlecht. 10 Minuten noch? Okay. 32, da da da. Ich höre immer noch auf die Kilobytes. Oder pro Sekunde, oder was auch immer. Die Bitrate, die Datenübertragung.
Aber gestern war schon komisch. Also für die, die jetzt den gestrigen Stream nicht geschaut haben und nur den heutigen schauen, das jetzt nachschauen oder was auch immer ist. Es ist komischerweise irgendwann voll in den Keller gegangen und dann ging es wieder hoch, dann wieder runter, so hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hat sich manchmal normalisiert. Dann war es mal kurz auf 0, dann war es so irgendwie auf 802. Normalerweise müsste es auf 6000 irgendwas sein. Also 6000, der Wert ist gut. 5800 oder 5000 ist optimal. Dass man manchmal ein bisschen runter geht, ja. Also hier hat hier zum Beispiel jetzt 6077, 6163, 5758, 5900 irgendwas, 5600 irgendwas, 6200 irgendwas. Also ist so hin und her, okay, ja. Das ist kein Problem. Aber manchmal ist es echt komisch. Jetzt wieder ein wunderschönes Störgeräusch, das manchmal kommt. Ich weiß auch nicht. Ah! Ach stimmt, ich habe so viele Matches wahrscheinlich gespielt. Ich weiß gar nicht, was ich gewonnen und was ich nicht gewonnen habe. Oh Mann. Nein, gestern war echt komisch. Da ist er wirklich dann runtergegangen. Da war er mal bei 2000, hat er 3000. 3000 hat er länger vor allem gehabt. Irgendwie da ist er zwischendurch bei 4000 gewesen. Wenigstens ist das Stream nicht abgekackt. Also normalerweise, wenn er Probleme hat. Vor allem Twitch hat ja auch nichts gesagt. Aber eben normalerweise, wenn er Probleme hat, auf Twitch macht er das mittlerweile so, dass er einfach einen neuen Stream beginnt. Dann sagt er, ja, Bitrate, Verbindung kritisch oder was auch immer, im roten Bereich. Aber gestern stand immer hervorragend. Obwohl die Bitrate irgendwie ziemlich in den Keller ging. Für eine gewisse Zeit, also vor allem gegen den Schluss. War ja nicht so schlimm. Vor allem, dass er es gehalten hat. Ich habe eigentlich so eingestellt bei Streamlabs, dass er das machen soll, dass er es irgendwie so anpasst. Es war vor allem auch gar nicht so auf Twitch, dass es verpixelt aussieht. Normalerweise, wenn die Bitrate sehr in den Keller geht, ist nachher das Ganze auch verpixelt. Oder verpixelter. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Bitrate von 3000 einstellen würde und das zocken würde, dann ist alles so pixelfrei. Das ist wie wenn ihr die Qualität natürlich auf ein schlichteres Format einstellt. So, irgendwie will er gerade nicht. Doch, jetzt. Ja, diesmal von USA. Und eines, was ich erkennen konnte, war Japan. Und dann hat es noch eventuell Frankreich war es nicht, oder? Ich konnte es nicht ganz erkennen. Ich finde es eigentlich immer interessant, wenn ich japanische Spieler hier in dem Spiel habe. Ich sage nur interessant. Oh, und es gibt ja auch Leute, die meinen, Japaner sind in allem gut. Natürlich gibt es auch gut wie schlechte Spiele. Aber es gibt halt auch da wirklich die Profis, die übertriebenen Leute, die mehr zocken. Manche Spiele mehr zocken als andere. Aber ich glaube nicht, dass das auf alle zutrifft. Vielleicht ist es auch eher so ein Vorurteil, ja? Ja. Du einen japanischen Spieler siehst, ah, das ist wieder so ein Profi hier. Na, die haben natürlich, genau wie jedes andere Land, auch irgendwelche Kinder, die manchmal irgendwas zocken. Und ich denke auch, manche von denen sind auch unterwegs und zocken vielleicht in der Bahn oder ich weiß auch nicht. Ich meine, BattleBee kannst du überall zocken, wo du Internet hast. Größtenteils natürlich, solange das Internet genügend gut ist. Zu übertrieben viel Leistung braucht man ja nicht. Wobei ich natürlich sagen muss, wenn ich meinen 4G-Empfang habe, so knapp, man kann es, naja, an manchen Stellen spielen.
Es leckt aber gerne mal. Ich weiß gar nicht, wie ich das am Anfang hinbekommen habe. So, wir machen mal kurz eine Pause. Und gewinnen hier wieder ein Match. Nein, Spaß. Auf jeden Fall mal kurz AFK. I am back tomorrow. Back. Spaß. Jawohl. Next match. Ich weiß gar nicht, ob wir gewonnen haben vorhin oder verloren. Sehe ich halt nicht. Ja, Homie 5. Was soll das aus? Was heißt das? Homie 5. Hat er 5 Häuser? 5 zu Hause? Das wäre schrecklich. Ne, ich weiß nicht. Gut. Meine lieben Leute, falls ihr euch fragt, ob ich das wieder mal machen werde hier. Ich glaube nicht. Ich will einfach mal wissen, wie das ist. Hier was Feier geschaltet hat. So ein Marathonlauf in Battleby. Wie es für mich eher so ist. Ist jetzt nicht unbedingt das Wahre für mich. Also falls ihr das immer erweitert jetzt. Oh, Judge, er spielt jetzt nur noch Battleby und versucht das frei zu spielen. So. Nein. Das ist nicht das Ziel. So, ich hoffe, ich erledige ihn damit. Schade. So. Ah, nice. Meine Mine hat ihn erwischt. Ich vergesse irgendwie die ganze Zeit die Minen. Ah, ich treffe mein Teammate. Mann, wieso bist du denn im Weg gewesen? So. Auch mal wieder gewinnen mit gewinnen. Also, dass ich sehe. Nicht nur gewinnen, einfach so. Jawohl. Nice. Uiuiui. Da kann ich sicher was Gutes entwickeln damit. Sie halt noch eine Stunde weit danach. Aber wie gesagt, am Nachmittag streame ich auch. Bin auf YouTube, meine lieben Leute. Auch wieder Battle B. Damit wir hier über die Runden kommen. Mit diesem Spiel. Damit wir mal die 600 Münzen freischalten
und sehen können, was ich für ein wunderblödes Item, wunderblödes, wunderschön blödes Item bekomme. Nee, ich weiß nicht. Ich kann mir vorstellen, ich kriege irgendwas, das ich gar nicht gebrauchen kann. Oder ich kriege wirklich das Beste, das ich mir nur vorstellen kann. Ich hoffe irgendwas, entweder für die Minen, das wäre super, oder halt als Heilung. Für das, was ich am meisten verwende. Aber ich kenne das Spiel. Das gibt mir lieber irgendwas, was ich nicht brauchen kann. Das sehen wir ja beim nächsten Mal bei 60. Wenn ich 60 Münzen habe und einlöse. Sag mir das Spiel. Der Nierks, der verwendet das so wenig. Ja, dem geben wir das einfach. Ah, in welcher Farbe? Ah, grün wäre doch gut. Da hat er ja nicht. Nein. Spaß. Habe ich in grün, bekomme ich schon meistens irgendwelche Gegenstände. Boah. Ey, heute, wo ich aufgewacht bin, wo der Wecker geklingelt hat, jetzt das deutsche Wort, geklingelt hat, ey, ich war so, oh, was ist das los? Ihr kennt das sicher auch so, wenn ihr so, oh, was ist das? Ah ja, Wecker. Oh, okay. Oh, ich war da voll müde. Ja gut, ich habe auch sehr komisch geschlafen, immer wieder aufgewacht. Ah, jetzt hier wieder die Inder. Das ist einfach interessant. Die habe ich wirklich oft. Das ist irgendwie so... Keine Ahnung. Also... Deutschsprachige Spieler habe ich weniger. Die habe ich wirklich eher selten. Gut, manchmal ist es auch lustig. Wenn ich sie dann habe, dann sind es meistens solche, die ich schon in der FA habe. Das macht es dann auch sehr lustig. Das einmal... Einmal war das wirklich so, ich habe mit einem schon gespielt und nachher haben wir einfach zusammen... weiter eine Flotte gebildet und dann weitergespielt. Ah ja, um zurückzukehren von dem, was ich gesagt habe, das Spiel, was ich meinte, wo man zum Beispiel so mehrere Wellen zerstören sollte mit eben so einem Schiff oder so, könnte ich mir vorstellen, dass man das halt, sagen wir, zu viert spielt, also mit drei Freunden irgendwie. Oder mit drei random von mir aus auch. Da kann man halt wählen, hey. Sagen wir, hey, wer nimmt da irgendwie einen Heiler oder so? Und dann muss man halt schauen, dass man zusammen irgendwie es hinbekommt. Und man hat vielleicht zusammen auch irgendwie eine gewisse Anzahl an Leben. Man muss halt schauen, dass man es hinbekommt. Oder vielleicht gibt es sogar so einer, der kann Schiffe reparieren, obwohl sie kaputt gegangen sind. Die haben dann vielleicht nicht mehr voll Leben. Oder können nicht mehr voll Leben haben. Aber dafür kann man sie reparieren und können sie weiterspielen. Das kann vielleicht einmal repariert werden oder so irgendwie. Das wäre halt so lustig. Also die Idee, die fände ich super. Einfach mal zum Wissen, hey... und sowas programmieren könnte. Gut, das mit den Wellen, das finde ich vor allem auch noch schön hier. Ich weiß nicht, wie das programmiert wird, ehrlich gesagt. Das klingt vielleicht doof, aber... ich bräuchte einfach jemanden, der programmieren könnte und so Bock hätte. Ich würde das halt mit Unity machen. Unity 3D, gut. Ich meine, man könnte es auch mit der Unreal Engine machen, aber da habe ich keine Ahnung davon, wie das geht. Jawohl. Bam bam ba da 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 da. Ah, der Shop hat sich aktualisiert. So, dann kaufen wir einmal das. Ja, das auch noch. Ist jetzt halt nicht mehr so viel.
Ja, und was wir hier noch haben. Die Aufgabe, aber wie viele Stunden geht's noch? 4 Stunden? Keine Ahnung. Klar, wenn ich jetzt das Schiff nehmen würde und das noch versuchen würde. Ja, kann ich ja eigentlich noch. Mach ich da mal. Was haben wir denn normalerweise? Was? 41? Ja, dann machen wir mal 2. Macht nämlich Sinn. Ist das der EQ-Ding? Okay. Dann werden wir ihn mal noch auf. Ich weiß nicht, ob ich das Grüne hier wiederverwerte. Irgendwann glaub schon. Das macht nämlich mehr Sinn. Da ich den meistens gar nicht so brauche. So, was wollen wir denn? 3 Waffen können wir nehmen. Da können wir nur schildend. Okay, dann würde ich sagen, machen wir das so. Ich weiß nicht, ob wir hier einmal gewinnen werden. Gut. Aber probieren können wir es. Ich meine, ich muss einmal mit einem mal 2 gewinnen und einmal mit einem mal 5 theoretisch. Der Vorteil ist nachher, bekommen wir jetzt sehr viele Gilder im Markt. Deswegen habe ich mir gedacht, ja gut, wir machen das aber noch fertig. Oder wir suchen es jedenfalls noch. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit und ich meine mal 2, okay. Es ist nicht so schlimm, wenn ich mal 1 verbrauche. Die kriege ich ja immer kostenlos einmal pro Tag. Die habe ich ja mehr oder weniger aufgespart. Lala. Es kann halt gut sein, dass es länger geht, so ein Team zu finden, weil ich hier so ein grottiges Schiff habe. Und da dauert es manchmal, bis ich was Vernünftiges bekomme. So, meine Teammates, ich zähle auf euch. Ihr macht das schon. Ja, gut, wir haben einen Heiler, das ist schon mal perfekt. Sofern du nicht alleine herumfährst hier in der Gegend. Dich direkt abschießen lässt. So, ich kann jetzt unsere Gegner, wo auch immer sie sind, einfrieren. Okay, sie nehmen die. Sie nehmen beide Orte. Muss ich schauen, dass sie nicht schießen dürfen. So. Also schießen dürfen können, meine ich. Wo ist ein Speed hier? So ungewohnt, dass ich hier eingestellt habe. Ah, nice. Da haben wir schon mal einen. Treffe ich da? So, du darfst jetzt gar nicht schießen. Verlangsamen wir dich noch. Okay, ist auch tot. Den haben wir auch schon. Jawohl.
Eigentlich voll mies. Ich habe dafür gesorgt, dass er gar nicht schießen kann, dass er langsam fährt. Ja, jetzt ist er eh tot. Jawohl. Dir gut gemacht. Super Team. So mag ich das. Deiner hat gar nichts gemacht? Null Schaden? Okay, entweder war der sehr lange AFK und ist dann erst später gekommen und hat dann nicht getroffen, oder war die ganze Zeit nur AFK. Natürlich auch doof. Die ganze Zeit AFK war. So, dann haben wir jetzt hier 50. Warte, da. Also 51, um es genau zu nehmen. Aber jetzt brauche ich mal 5 und dann kriege ich es hin. Jetzt muss ich aber immer schauen, dass ich auch gewinne oder verliere, weil ich will die mal 5 nicht verbrauchen. Genau, ja, mit grün, natürlich. Irgendwas, was ich nicht brauchen kann? Hm. Das ist jetzt die Hauptfrage. Bonus, Abklingzeit. Mehr HP. Ja, ein grünes ist halt... Keine Ahnung. Habe ich das nicht irgendwo noch... Genau, hier habe ich es noch anders. Könnte ich das hier verwenden? Ja, da müssen wir jetzt schauen. Eine Stunde gedauert jetzt, bis ich nochmal 60 hinbekommen habe. Also, zweimal 60 hinbekommen habe. Am Anfang hatte ich ja schon, ich weiß nicht wie viel. Gut, ich habe eine kurze Pause gemacht. Es hat etwas gedauert, bis ich manchmal was bekommen habe. Ja gut, das ist halt manchmal so. Tja. Jetzt geht's halt auch ein bisschen länger, bis ich sehe, dass ich auch gewinne oder nicht. Aber wir haben schon 360. Das ist schon mal gut. Schon über die Hälfte brauchen wir noch 240. Das heißt, viermal gewinnen. Also viermal 60 hinbekommen. Sagen wir 4x 45 Minuten ungefähr, so, keine Ahnung. Bam, 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 bam. Gut, theoretisch könnte ich jetzt noch 40 Minuten fast zocken oder so. Ja, wenn es eben dauert, bis man ein Match findet. Aber eben, wie gesagt, mit dem Schiff ist halt schon ein bisschen was. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Leute das wirklich zocken. Es ist halt auch ein bisschen, man wird ja ins Level eingestuft. Also die schauen, dass mehr oder weniger vom gleichen Level die Leute da sind. Und ja, ich glaube, das ist halt das Schwerste, dass man da auch die Leute noch findet. Desto höher das Level ist, desto weniger Spieler hat man gefühlt. Ich frage mich, wie das Leute haben mit Level 50. Ob die das einfach haben. Hm. Ich behaupte, das sieht jetzt so nach einer Niederlage aus. Ich meine, die haben 3 Heiler. Das kann nicht so gut gehen. Der wollte mich heilen. Nice. Gut, ich denke, wenn wir es zusammen, wenn wir zusammenhalten hier, kriegen wir es schon hin. Irgendwie. Na toll.
Aber es sieht eher nach einem Scheitern aus. Also ich sehe hier ehrlich gesagt keine Chance wirklich zu gewinnen. Selbst wenn ich jetzt zerstört werde, werde ich natürlich einen anderen Match machen. Ich glaube nicht, dass wir hier die Möglichkeit irgendwie bekommen, noch einen Sieg hinzubekommen. Auch wenn noch keiner von uns zerstört worden ist. Es geht höchstens, dass wir halt einen mehr zerstören als die anderen. Aber ich glaube, das ist eher auch unwahrscheinlich. Wir hätten ihn fast gehabt, schade. Leider ist unser Heiler bald kaputt, ja. Das war klar. Jetzt haben wir ihn verloren. Unser Heiler weg, also. Naja, was soll's. Ja, ich sag's doch, Niederlage. Ich finde immer komisch, dass da die Münzen nie angezeigt werden, aber was soll's. So wichtig ist das ja gerade auch nicht. Doch, du musst wissen, wie viele Münzen du bekommen hast nach der Niederlage oder gewonnen. Na gut, dort sehe ich es schon. 20.000 Münzen. Stimmt, kann man eigentlich mehr Münzen kaufen, als dass man freispielen kann? Oder die andere Frage, wenn du jetzt 600 bekommen hast, kann man dann nochmal 600? Das ist die Hauptfrage. Oder geht es dann vielleicht noch höher? Sozusagen, du hast ein Ding geöffnet. Ah ja, du kannst nochmal irgendwie für 800 dann auch noch weiter. Aber das werden wir alles sehen, meine lieben Leute. Diese Frage wird beantwortet. Naja, ich hoffe es jedenfalls. Hängt von Internet ein bisschen ab, wie der mitmacht. Klar, ich kann es natürlich dann auch über das mobile Internet versuchen, sofern es dann Probleme machen würde. Aber das ist halt auch wieder so das Abhängige. Darum finde ich Spiele, wo man auch offline spielen kann, auch wenn es eigentlich größtenteils im Multiplayer gedacht ist, schön. Schöner. Ich meine, stellt euch vor, dieses hier, es wäre dann irgendwann nicht mehr verfügbar oder aus irgendwelchen Gründen, ihr habt gerade kein Internet zur Verfügung, dass man halt auch mobil weiterspielen kann. Offline weiterspielen kann. Dann spielt man halt gegen Bots und hat Bots als Team. Und vielleicht kann man dann halt nicht leveln, aber dafür, man kann es einfach so spielen. Oder man levelt halt nicht zu hoch. Keine Ahnung.
Naja. Wo haben wir wieder den, der übertreibt? Anscheinend. Der schneller schießen kann. Oder vielleicht wirkt das auch nur so. Weil ich schieße ja auch relativ schnell. Ah. Und was denkt ihr? Werden es unsere Teammates hinbekommen? Das eine haben sie bald versenkt. Sich richtig anstellen. Was haben der für Waffen hier? Wenigstens noch Fernkampfwaffen. Okay, den einen haben sie, den anderen müssten sie auch bald haben hier. Okay. Game over, heißt der. Sollen die Plus, also in Klammern Smiley darstellen? Wahrscheinlich schon. Oder so irgendwelche Augen. Nice, habt ihr gut gemacht, mein Team. Hätte ich jetzt nicht ganz so erwartet, dass es hinbekommt, aber trotzdem. Nice. So, dann würde ich mal sagen, nehmen wir uns hier ein anderes Schiff, bevor ich hier noch verzweifle. Das habe ich gemeint hier, die 12.000 kann man ja abholen. Das würde sich halt hier auch noch lohnen. Schon fast. Ich habe halt nur noch 3. So, was gibt's denn Schönes? Okay. Ich weiß gar nicht, wieso ich das auf dem Item dort habe. So, und das verwerte ich nämlich wieder hier. Oh, sogar ein goldenes. 3 goldene Teile. Finde ich super. So, dann machen wir das halt jetzt so. Drop. Bräuchte ich da eigentlich? Okay. Oh, stimmt. Ich kann da gar nicht alle 3 mitnehmen. Ich vergessen. Dann haben wir Schaden mal 5. Ja. Weiß nicht. Ich habe halt nicht so viele Stunden mehr Zeit. Aber wir kriegen es auch hoffentlich hin. Kommt jetzt halt drauf an, wie viele ich gewinne. Und wie gut ich mich anstelle. Genau.
Das drücke ich aus Versehen immer wieder mal. Ist nicht gerade mein Lieblingslevel hier. Schaue ich mal, dass ich die irgendwie heilen kann. Du stehst gefährlich im Feuer. Ach stimmt, das ist wieder der, der nur dieses Item hat. Wunderbar. Ich frage mich einfach, wieso? Wenn er es schon in Gold hat, wieso verwendet er dann noch überhaupt ein anderes? Also die Waffe. Oder nur die. Macht für mich nicht wirklich viel Sinn. Oh. Geht viel zu weit. Ja. Der steht auch unsinnig wieder mal in der Gegend herum. Es war einfach klar, dass wir den irgendwann verlieren. Dem anderen kann ich leider auch nicht helfen. Ich will eigentlich jemanden schon schießen. Hallo, schießen! Oh, nicht in die Wand. Schon die ganze Zeit da drauf gedrückt. Aber er macht einfach gar nichts. Ja, wunderbar. So. Ich wusste, dass sie mir hinterher fahren. Ob da noch ein paar... also einer zerstört wenigstens. Da war ein Witzbold. Ne, ich bin da extra durchschnell, dass er mir hinterher fährt. Minen. Ah ja. Das fix auch immer schwer zu sagen, soll man eher Fernkampfwaffen nehmen oder eben die Minen. Ich mag die Minen eigentlich sehr. Ey, hier ist jetzt die Aufteilung voll fies, ja? Ich meine, das habe ich ja schon vorhin mal gesagt. Irgendwie... Dass jetzt beim anderen Team noch ein Fixer wäre, das wäre dann wieder besser, sage ich mal. Oder beziehungsweise eher ein Heiler. Weil wir jetzt hier einfach wieder drei Heiler haben. Das macht natürlich die Sache für mich auch etwas schwerer. Um zu heilen, meine ich. Sehr schön. So, der kann sich ja mehr oder weniger selber halten, der eine. Sehr schön. Macht ihr das?
Gut. Ich hoffe, ich habe auch so viel Gehalt, wie ich brauche. Wenn ich das mal 5 rechne. Ja, ich glaube schon. Ja, sieht so aus. So, was nehmen wir sonst noch? Da. Ich glaube, ich mache das jetzt mal 2. Das macht es besser. Ja, wobei, ich weiß nicht. Nee, ich glaube, ich bringe das nicht mehr hin. Machen wir einfach das Ganze aus hier. Oh. Ich kann es eins entwickeln. So, dann machen wir hier wieder alles hin. Das fein hier. Und den habe ich jetzt schon, eigentlich schon 2. Gut. Kann ich das wieder verwerten? Oh, wir kriegen nochmal Gold. Ah, das Gold. Okay. Ich brauche halt von dem hier. Ich habe nur 14 Teile. Energiezellen sind es genau genommen. Und 40 bräuchte ich. Das ist auch übertrieben, wie viel ich da bräuchte. Naja. Aber was soll's. Ich kann mir vorstellen, bei den nächsten Gilden-Gegner kriege ich wieder so übertriebene, die irgendwie 20 bis 30 Aufgaben machen, die ich mir denke, ja, ich bin der Einzige, der bei mir Aufgaben macht. Wunderbar. Gerade überrascht, dass hier ein paar Leute kommen. Aber Hallöchen, meine lieben Leute. Schön habt ihr eingeschaltet. Ich weiß nicht, was ich biete. Nur Unterhaltung, mehr nicht. Leichte Unterhaltung. Ich versuche übrigens, die 600 Münzen aus diesem Event zu bekommen. Ich habe schon 360. Also sollte ich eigentlich jetzt mehr oder weniger noch hinbekommen, wenn ich hier nicht immer direkt zerstört werde am Anfang. Was leider öfters mal der Fall ist. Wie man das ja hier öfters sieht. Ja. Das passiert mir leider sehr oft. Dann geht der größte Teil, oder mindestens 2 schon, direkt auf mich los. Daher ist es nicht einfach. Was? Dann gib mal Gas. Ja, ich krieg das schon hin. Ich habe schon 360 Münzen. Also mir fehlen noch 240. Und ich habe bis morgen 15 Uhr Zeit. Also von dem her. Ja. Aber schön zu sehen, dass du da bist. Wie geht's denn dem Papa Bär so? Oder dir so? Schön auf die Antwort war, und ich sage. Naja. Ah, schon wieder dieses Level. Manchmal ist es spaßig, aber irgendwie in letzter Zeit ist er etwas nervig geworden. Bin die Woche krank geschrieben, Rücken macht. Oh nee. Schon wieder? Gar nicht schön. Boah, der hat über 10.000 Leben hier. Guck mal, einer, wenn ich ihn nehme, der hat 8.000 Leben dann. Also wenn ich dasselbe Schiff nehme. Meine ich damit?
Aber ja, Papa Bär, dann erhol dich gut. Ich hoffe, ich kann dir ein bisschen Unterhaltung bieten. Und bei der Genesung helfen. Naja. Ach, schon wieder diese mit... Mit einfach nur... Der ist einfach lächerlich. Der hat einfach nur die eine Waffe. Und die in allen Varianten. Grau, blau, grün... Gold. Naja. Das kannst du doch immer. Dir bei der Genesung helfen oder dich unterhalten? Naja, dich unterhalten, ja. Bei der Genesung helfen, weiß nicht. Jawohl. Mal wieder gewonnen. Sehr schön. 9. So, ich bin mal wieder kurz AFK hier. Was soll das Emoji genau darstellen hier, Papa Bär? Ich erkenne es nicht. Cool. Was ist einfach cool? Okay. Ich habe schon gesehen, dass da cool steht, aber ich kann trotzdem nicht... Ich kenn trotzdem nicht wirklich, was es darstellen soll. Auch das andere. Das ist mir halt zu klein. Ich kenne mich halt auch mit Emojis überhaupt nicht aus. Auch wenn ich auf Twitch schon öfters gestreamt habe. Das sind Cartoons. Okay. Wenn du richtig... Wenn du vielleicht... Oder wie du vielleicht gesehen hast... Oh Mann. Formulierung heute. Und reden. Stream ich wieder öfters auf Twitch gerade. Ja, schade. Wir werden es nicht überleben. Ja, ich habe zwar einen 25 Zoll Monitor, aber ich sehe es ungefähr so, als wäre es, was soll ich sagen? 5x5 Pixel. Relativ klein. Und ich habe ungefähr eine Entfernung von 40 Zentimeter von dem Monitor. Oder soll ich sagen, Schriftgröße, weit,
Schriftgröße 8 ungefähr, so. Nee, oder 10. Oh, schön. Kommst du ja langsam voran wieder mit den Punkten. Ja gut, fürs, ja doch wieder, ja. Schon das richtige Wort. Jawohl, ich komme auch voran. Ja, das erkenne ich wenigstens jetzt noch. Ja, das heißt ein Chichi. Okay. Ja, der Chat ist halt relativ klein bei mir. Kann man den überhaupt größer einstellen? Ich wüsste nicht wo. Er wird halt nicht automatisch, also die Schrift wird nicht automatisch größer. Sagen wir es mal so, wie es ist. Das hab ich ja gestern auch heimlich zugefordert. Aber dein DC hat keine Meldung gemacht heute, dass du live bist. Ach so. Ich habe in Discord nicht geschrieben. Nein, ich muss das selber hineinschreiben. Es ist nicht so, wenn ich jetzt streame, dass das automatisch angezeigt wird. Das ist halt das Problem. Auf, wenn ich auf YouTube streame, sieht man es in Discord. Und sonst, wenn ich auf Twitch streame, muss ich selber hineinschreiben, dass ich live bin auf Twitch. Ja, super, jetzt wieder dieses Problem hier mit dem Kabel. Ich vorhin schon mal gesagt habe. Das ein bisschen nervt. Ich weiß auch nicht, wie es mit Benachrichtigungen von Twitch selber ist, wenn ich am Stream bin. Aber ja, ich habe schon gesehen, dass gestern noch ein paar zugeschaut haben. Ich weiß nicht, wie lange du zugeschaut hast. Ah ja. Ja, wir kennen sie auch. Manchmal wird sie auch nicht so angezeigt, dass du gerade... obwohl du da bist, wird gar nicht angezeigt, dass sich jemand weiteres zuschaut. Also es ist auch wieder so eine komische Sache. Aber das haben wir ja auf YouTube auch. Das Problem. Da steht ja manchmal null Zuschauer und irgendwie drei sind am Schreiben und ich denke mir so, ja, ja, YouTube, ich habe null Zuschauer. Wunderbar. Oder das Beste da, minus eins Zuschauer. Das war echt gut. Steht auf einmal minus 1 und ich denke mir, hä, was ist denn jetzt los? Man kann nicht minus 1 Zuschauer haben. Entweder hat man 0 oder man hat 1. Oder mehr. Aber minus, das geht nicht. Außer man vergleicht es mit vorher irgendwas, einen anderen Stream, aber ja. Das ist definitiv nicht der Fall. Ja, das habe ich auf TikTok gesehen. Da habe ich es nicht hochgeladen. Das mit null Zuschauer habe ich nicht auf TikTok hochgeladen. Das habe ich auf... das ist Shorts. Das war YouTube Shorts, genau. Aber ja, ist fast wie TikTok, muss man schon sagen. Geht in dieselbe Richtung. Ich hab das aber nicht auf TikTok hochgeladen.
Das mit null Zuschauer. Das habe ich nicht auf TikTok. Warum? Weil folge dich dort auch nicht, aber gestern gesehen dort. Ich frage mich, wie sollst du etwas von dort gesehen haben, was auf der Plattform gar nicht von mir hochgeladen ist? Also das müsste ja jemand anders hochgeladen haben. Aber es ist YouTube, auf YouTube Shorts, da habe ich es hochgeladen. Da habe ich auch letztens ein paar Videos gemacht. Der eine hat irgendwie in ungefähr einer Woche 900 Aufrufe bekommen, verstehe ich nicht so ganz warum. Hat einer dort geteilt? Möglich ist es. Gut, vielleicht kann man ja YouTube Shorts mit TikTok teilen, irgendwie, keine Ahnung. Oder dass jemand darauf reagiert hat und das auf TikTok geladen hat, keine Ahnung. Ich hab's jedenfalls nicht darauf geladen. Wäre mir neu, wenn mir das auf meinen Channel geladen worden wäre, hab ich nämlich nicht. Also soviel ich weiß, habe ich das echt nicht dort hochgeladen. Sonst habe ich selbst verpennt. Naja, ist ja auch egal. Ist ja nicht so wichtig. Was wusste ich gar nicht mehr? Was wusstest du gar nicht mehr? Also ich weiß natürlich nicht, ob man YouTube Shorts mit TikTok verbinden kann. Kann natürlich sein, aber das war jetzt nur so eine Aussage. Die Nachricht davor auch lesen. Ja. Ach ja, folge dir dort auch. Wusste ich gar nicht mehr. Ach so. Ja, du folgst mir da, aber ich habe doch da das letzte TikTok, wo ich da hochgeladen habe, ist doch schon sehr, sehr lange her. Weil ich weiß, dass ich das nicht auf TikTok hochgeladen habe. Sonst hätte ich ja irgendwas noch schreiben müssen. Das habe ich nicht. Ach, wieder der komische Typ hier. Der einfach nur die Waffe hat hier. Den habe ich mal gemeldet. Weil er meiner Meinung nach zu sehr spammt. Naja, hat ja viel gebracht. Er ist immer noch im Spiel. Als hätte ich den als Gegner habe, hat er immer nur dieselbe Waffe. Jo, ich habe mal wieder das gelesen, was ich da mal im Nightbot eingegeben habe. Aber gut. Was ist, wenn ich hier eigentlich mal... Was ist mit Alt Plus oder Control Plus?
Ja, jetzt habe ich es ein bisschen größer, der Text. Dem ich einfach herangezoomt habe. Im Browser. Ich hoffe, er speichert es dann auch dementsprechend. Ah, jetzt habe ich den wieder im Team. Wunderbar. Ich habe nämlich das Gefühl, er schießt schneller, als ich damit schießen kann. Und das klingt halt auch viel schneller. Deswegen habe ich den mal gemeldet. Ich frage mich, wie der das eben hinbekommt. Mein Gefühl schießt er doppelt so schnell, wie ich das machen kann. Wow. Ja, toll. Ich hatte Glück, dass das keine Mine von den Gegnern war. So. Wenn er mich schon heilen will. Ich bin halt auch so typisch, ich fahre davon, obwohl er mich heilen will. Jawohl. Ich find's immer noch lustig, der ja immer... Ich sag's ja. Ah ne, in Gold hat er das ja gar nicht. Ich glaube, er versucht's auf Gold zu kriegen. Der wird immer zerstört. Der ist immer einer der Ersten, der zerstört wird. Also ihm bringt's überhaupt nichts. So, und was kriegen wir jetzt? Gold, blau, violett, pink, grün, blau. Okay. Hauptfrage, für was? Für Torpedos, okay. Hink verlangsamte Gegner, ja, ich weiß nicht. Wenn ich ein schnelleres Geschoss hätte. Ach, ich hab das schon. Einfach. Also hier. Gut, dann brauche ich das definitiv nicht. Jetzt habe ich schon 634.352 von diesen vom Zucker. Naja, ich glaube, wir machen noch ein Match. Und ja, später nach dem Mittagessen werde ich dann weiter streamen. Das nicht auf Twitch, sondern auf YouTube. Da gehen wir mal auf YouTube dann live. Dann schaue ich mal, wie weit ich da kommen werde. Ja. Soll ich das heute jetzt alles hinbekommen? Ich meine, wir müssen noch 100... Was war's? Oh, danke schön, aber irgendwie wird das gerade gar nicht angezeigt. Aber vielleicht kommt er noch. Vier Monate? Oder... hat 4 Monate lang wiederholt abonniert. Ja, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ich kann die Emojis irgendwann mal ändern. Kommen wir auch dazu. Ja, 4 Monate. Das Lustige ist, ich hab's auf Twitch gesehen, bevor... also Ziel erreicht, bevor das angezeigt worden ist. So, da muss ich ja noch mehr Content bieten, damit
der Papa-Bär nicht enttäuscht wird. Nein, Spaß. Aber so, das, was ich eben vorhin sagen wollte. Ja, das war eigentlich der letzte Match jetzt. Wir machen noch einen. Es geht noch ein. Wenn schon die Leute kommen, dann machen wir halt noch ein bisschen weiter. So, aber nicht, dass du noch... Sieg. Sieg, Satz und Sieg. Nein, wir sind hier nicht im... Was war es nochmal? Nicht Federball. Tennis. Genau. Nicht, dass du Geld ausgibst und dann auf einmal nichts mehr hast und keine Wohnung bezahlen kannst oder Miete. Keine Ahnung. Ja gut, wer es denn nicht machen? Aber vielen, vielen Dank, Papa Bär. Tennis, ja genau. Jetzt steht bei dir Gründer, vier Monate Abonnent. Was das kommt von Herzen, weißt du doch. Ja, ich weiß, dass das von Herzen kommt. Jetzt haben wir ja wieder die Ender im Spiel hier. Ich mach doch auch nur Spaß. Kenner, was? Keine Angst. Support kann ich mir leisten. Ja. Ich weiß gar nicht, wie teuer das Ganze ist. Ich weiß nur, dass desto mehr Monate man kauft, desto günstiger ist es. Also wenn du einen Monat bezahlst, ist es sehr teurer, als wenn du zwei, drei oder vier Monate oder da mehr. Aber man kann natürlich auch übertreiben mit den Monaten. Aber ja, du hast es im richtigen Moment getan, weil ich ja wieder öfters auf Twitch streamen will oder möchte. Naja, die Frage ist natürlich, bekomme ich es wirklich hin? Aber das, was ich eben vorhin sagen wollte, ich werde dann auf YouTube nachher weiter streamen. Nach meiner Mittagspause. Ja, und morgen, sollte ich es eben heute nicht komplett hinbekommen haben, werde ich dann auch noch ein bisschen weiter streamen. Mal schauen. Und sonst gibt es halt irgendwas anderes. Oh, ein Win. Nice. Zum Ende noch ein Win hinbekommen. Ja, und das andere auch. Ja, und hier muss ich halt noch warten, bis ich das... Na gut, ich könnte dann eigentlich die Werbeshow in halt 3 Minuten bringt. Hier nicht allzu viel. Dass ich nachher hier noch 35 Minuten warten muss. Und dann kann ich nämlich irgendwas anderes noch entwickeln. Jetzt haben wir ja da 659.429. Ja doch. Zucker. Und da kann ich sicher irgendwas Gutes entwickeln. Habe ich eine große Auswahl. Aber liebe Leute, ich bedanke mich fürs Anschauen. Falls ihr später noch weiter schauen möchtet, gerne auf YouTube vorbeischauen. Ja, das sollte doch eigentlich hier möglich sein. Ne, das ist Plus. So, YT. Genau. Hier den Link, falls es euch interessiert. Werd später dann, wie gesagt, auf YouTube BattleBee weiter streamen und wir schauen, dass wir hier ja, so viele Münzen noch wie möglich hinbekommen und dann sehen, wie weit ich komme hier und vor allem, was passiert, wenn wir das hier öffnen. Kriegen wir nur einen Gegenstand? Einfach ein Raid? Ja, die Frage, ja, wieso wüsstest du gerade jemanden, den man raiden könnte?
Das wäre natürlich auch möglich. Was mit 4 Leuten, toll. Bei mir ist jedenfalls niemand live von denen, wo ich kenne. Und Battlebee streamt eigentlich niemand. Also, da bin ich immer der Einzige, der Battlebee streamt. Gib mir eine Minute. Du hast sogar 2! Nein, Spaß. Ja, warte, ich könnte sogar den Endscreen mal hier wieder laufen lassen. Den habe ich in Battlebee, glaube ich, noch nie laufen lassen. So. Nee, das ist das Falsche. Ah, hier. Ach, ich muss mich anmelden. Gut. So, komm. Letzter Zeit hatte manchmal ein bisschen Probleme, was das angeht. Nee, kein Credits-Test, sondern... Ja, Credits im Livestream abspielen. Ein Hintergrundbild wäre hier, glaube ich, besser. Oder ist das vielleicht besser so? Wieso werden Moderatoren keine angezeigt? Hä? Okay. Schaue ich mir mal an, was die überhaupt an gerade machen. Ein Fortnite-Stream? Okay. Was war? Ein 10-jähriges. Daher. Entscheide dich für. Wunderbar, zuerst Werbung. Kleiner Fortnite-Stream. Ja, schon 10 Jahre. Die Zeit, die rennt, sag ich euch. Wirklich, das ist Katastrophenalarm. So, dann. Ich hoffe, ich kann die überhaupt raiden. So, mal Raid beginnen. Schon. Und damit er dann halt nochmal heute knuffen muss. Naja, dann, wie gesagt, meine lieben Leute, danke fürs Anschauen, habt noch einen schönen Tag, macht's gut. Und viel Spaß beim Raid. Hat mich dann erst hingelegt, wo er aufstehen musste, sozusagen. Ja. Haben wir einfach mal gemacht. Man gönnt sich ja sonst nicht. Oh, du hast Mung auch. Oh, Nix24 Studio, danke für deinen Raid. Herzlich willkommen. Auch an die 2 wundervollen Raider. Herzlich willkommen, vielen lieben Dank. Jetzt müssen wir mal schnell mal gucken hier, dass wir das mal schnell hier hinkriegen. Lass uns mal schnell auch einen Shoutout machen hier. Papa Bär, einen wunderschönen auch danke für dein Herzchen.